Danke. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlichst willkommen heißen. Mein Name ist Marius Weber Jr. und ich habe die Ehre, heute gemeinsam mit einigen anderen für Ihre Unterhaltung zuständig zu sein. Treibt die Sprache, die die Menschen näher bringt. Wer lehrt nur die Kinder? Was klingt so unästhetisch dabei, noch phonetisch, ein Schreck für jedes Ohr. In Schottland klingt es wie ein Trauerchor. In anderen Gebieten ist englischer Sprache völlig weg. Reden Sie mal Englisch in Amerika. Keinen Zweck. Kann denn die Kinder keiner lehren, wie man spricht? Ein Schweizer spricht auch Hochdeutsch, berühmte Schweizer nicht. Französisch lernt in Frankreich jedes Kind von A bis Z. Ein Franzose kann sich alles erlauben, wenn er es richtig ausspricht. Arabien lernt Arabisch, Englisch passt nicht in die Gegend. Hebräisch lernt man rückwärts, was besonders furchterregend. Sprichst du klares Englisch, für normal hält man dich nicht. Ja, kann denn die Kinder gar keiner lehren, wie man spricht? Ich habe Rollen gespielt der verschiedensten Art, hatte 70 und mehr Monologe parat, konnte improvisieren mit Witz und Geschmack und ließ niemals die Katze zu früh aus dem Sack. Ich traf instinktiv stets den richtigen Ton. Und ich brauchte kaum Proben, nur Intuition. Meine Stimme erweichte selbst Herzen aus Stein. Und ich lebte mich in jede Rolle hinein. Wenn ich weinte, dann schluchzte das Publikum auch. Wenn ich lachte, dann hielten sich alle den Bauch. Und auch als Pantomime war ich sehr bekannt. Kurz, ich spielte die anderen total an die Wand. Doch am besten war ich in den Augen der Welt als Feuerwehr.